Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart. Endstand 4:1. Ich begrüße alle Medienvertreter und die beiden Trainer vorne auf dem Podium, Pellegrino Materazzo und Markus Weinzierl. Herr Materazzo, wenn ich Sie um Ihr Fazit bitten dürfte. Ja. Erstmal schöne Grüße auf die Pressetribüne und Glückwunsch an Markus und FC Augsburg zum Sieg. Ich glaube, wir sind da heute gut im Spiel reingekommen, gut bis sehr gut reingekommen, hätten einen Elfmeter für uns pfeifen können, schießen auch relativ früh auch das 1-0, auch verdient, haben wir eine richtige Druckphase entwickeln können. Dann aus Gründen, die ich noch nicht weiß, dass ich noch klären muss, haben wir nicht mehr so den zielstrebigen, offensiven, mutigen Fußball gespielt, waren wir so eine eher Art Reaktivmodus eingetreten. Haben wir Augsburg immer besser im Spiel reinkommen lassen. Ja, natürlich auch mit den Verletzungen in der ersten Halbzeit hat es auch nicht uns gut getan, dass wir nicht im Rhythmus geblieben sind. Aber Augsburg ist immer besser im Spiel gekommen in der ersten Halbzeit und auch durch Standards und Kontern immer wieder für Gefahr gesorgt haben. Auch, glaube ich, verdient auch das 1-1 geschossen. Auch in die zweite Halbzeit haben wir es nicht geschafft. Haben es nicht geschafft, Torgefahr zu entwickeln, haben nicht geschafft, höher zu pressen, Standards besser zu verteidigen, Kontern komplett auszuschalten. Restverteidigung war ein bisschen zu weit weg vom Mann. Gegenpressing war ein Stück weit zu wenig aggressiv und so geht man ein Spiel, gibt man ein Spiel aus der Hand, so wie wir es auch getan haben. Was auf jeden Fall sein wird, ist, dass wir uns weiter lösungsorientiert arbeiten, dass wir überlegen, warum, weshalb wir nicht das komplette Potenzial auf den Platz auch bringen könnten. Ich habe fürs Vertrauen von den Spielern, die auf dem Platz stehen, dass die auch Leistung bringen können, dass wir auch Bundesliga konkurrenzfähig sind. Und wir werden versuchen, Lösungen zu finden, dass wir nächste Woche auch gegen Bielefeld ein gutes Spiel machen. Danke. Dankeschön, Herr Materazzo. Markus, wie hast du es gesehen? Ja, danke für die Glückwünsche. Ich gebe sie gerne an die Spieler weiter. Ich glaube, dass wir heute einen verdienten Sieg geholt haben, dass wir schlecht ins Spiel gekommen sind. Die zwei Situationen hat Rino angesprochen. Das müssen wir besser verteidigen, beziehungsweise waren in der Anfangsphase zu weit weg und haben die Zweikämpfe nicht so gesucht, wie es im Laufe des Spiels dann besser wurde. Aber das ist die Basis, dass wir auch immer kompakt unser Tor verteidigen. Dann können wir kontern, dann kriegen wir Standardsituationen. Und so haben wir uns von Minute zu Minute dann besser ins Spiel reingekämpft, haben die Tore erzielt, haben in der zweiten Hälfte wirklich befreit gewirkt und die Jungs haben befreit agiert und machen dann auch die Tore, was mich heute unheimlich freut. Und es war eine Mannschaftsleistung, wo wir uns gewehrt haben, wo wir angekämpft haben und wo wir eben uns belohnt haben. Und das freut mich heute wirklich riesig, weil die Jungs in den letzten Tagen, in der letzten Woche viel gehört haben. Aber so eine Reaktion dann zu zeigen, ist aller Ehren wert. Dankeschön. Danke dir, Markus. Die erste Frage kommt von David Bernreuther vom Kicker. Ich hätte eine Frage an Herrn Materazzo. Können Sie bei Chris Führich und bei Marc-Oliver Kempf schon etwas zu den Verletzungen sagen oder zur Ausfalldauer? Nein, kann ich noch nicht sagen. Ich habe noch keine Diagnose bei beiden. Also Chris Führich hat sich nicht gut gefühlt im Sprunggelenk, hat gesagt, es schwimmt irgendwas. Aber wie gesagt, keine Diagnosen bei Marc-Oliver Kempf genauso. Johannes Graf von der Augsburger Allgemeinen. Hallo Herr Weinzierl, Gratulation zum Sieg. Vielleicht können Sie mal kurz was zur Leistung von Alfred von Bogason sagen und vielleicht auch, was für ihn gesprochen hat heute, dass er in der Startelf steht. Was Alfred kann, das wissen wir alle. Er war jetzt monatelang verletzt und hat am Mittwoch nach seiner Einwechslung, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Und deswegen hat er auch gespielt. Er kapiert das Spiel, er weiß, wie es funktioniert, offensiv wie defensiv. Und deswegen war halt ein sehr, sehr wichtiger Faktor, dass er das Tor dann macht. Hat mich für ihn persönlich auch sehr gefreut. Aber er war auch heute wichtig für uns gegen den Ball, aber auch vor allem in der Umschaltbewegung über ihn, dann in die Tiefe zu kommen. War wichtig, hat ein ordentliches Spiel gemacht. Er wollte eigentlich raus. Es war eine sehr intensive Woche jetzt auch für ihn, wie für die anderen Spieler auch mit den 120 Minuten vom Mittwoch. Aber ich konnte ihn dann nicht mehr auswechseln, von daher musste er durch. Aber ja, wird jetzt ein, zwei Tage brauchen, bis er wieder regeneriert hat. Aber dann wird es wieder weitergehen und wir brauchen ihn. Das steht außer Frage. Marco Scheinhoff, ebenfalls von der Augsburger Allgemeinen. Ja, hallo in die Runde. Hallo, Herr Weinzierl.
Ich habe zwei Fragen. Zum einen, hat Sie die Anfangsphase tatsächlich ein bisschen besorgt? Sie sagen ja selbst, Sie sind nicht richtig ins Spiel reingekommen. Und die zweite Frage ist, nach dem Spiel haben Sie die Mannschaft ja einen Kreis zusammengerufen. Können Sie vielleicht uns einen kleinen Einblick geben, was Sie da der Mannschaft noch mitgeteilt haben? Naja, es gab Gründe. Die Anfangsphase war einfach so, dass unser Zentrum immer offen war. Das haben wir verändert durch zwei, drei Kleinigkeiten. Dadurch wurde es dann im Laufe des Spiels auch besser. Der Passweg auf der rechten Seite wurde nie geschlossen. Und genauso haben wir die Davi schwer in den Griff bekommen auf unserer linken Seite. Und das war dann im Laufe des Spiels besser. Und deswegen haben wir auch mehr Zugriff dann in das Spiel bekommen. Und im Kreis habe ich Ihnen genau das Gleiche jetzt gesagt wie vorher, nämlich, dass es ein Riesenkompliment wert ist, so eine Reaktion zu zeigen, so zurückzukommen und dass ich Ihnen ein Riesenkompliment mache für diese Mannschaftsleistung. Martin Morawetz von der dpa. Hallo Herr Weinzierl, können Sie bitte noch ein Statement abgeben zu Ihrer Innenverteidigung, die ja auch vorne getroffen hat? Du lebst, wenn du mit einer Viererkette spielst von den beiden Innenverteidigern. Das haben sie beide heute gut gemacht. Rhys Oxford ist, finde ich, mit einer super Entwicklung unterwegs in den letzten Wochen. Immer stabil und wirklich gute Spiele gemacht. Trifft jetzt auch noch durch seine Standardstärke, auch in Bochum schon und jetzt auch wieder in der Liga. Freut mich unheimlich. Jeffrey Avila, muss man ehrlich sagen, dass ich große Gedanken mir gemacht habe in der Halbzeitpause, ob ich ihn weiterspielen lasse oder nicht. Und dann haben wir entschieden, ihn weiterspielen zu lassen. Und dann macht er das 2:1. Also das war dann schon auch heute glücklich für uns und im Großen und Ganzen haben beide wirklich ein gutes Spiel gemacht. Nächste Frage von Marco Schumacher. Hallo Herr Matarazzo. Daniel Didavi und Waldemar Anton haben nach dem Spiel von dem Problem der Einstellung gesprochen heute. Das ist was man von Ihrer Mannschaft sonst nicht kennt. Haben Sie das auch so erlebt und welche Schlüsse ziehen Sie daraus? Und wie problematisch sehen Sie jetzt die Situation mit der jungen Mannschaft, die jetzt vor dem wichtigen Spiel in Bielefeld steht und in vielen verletzt? Ja, Einstellung am Anfang des Spiels habe ich kein Problem gesehen. Für mich geht es um eine gewisse Siegermentalität. Wenn man in gutem Spiel ist und 1:0 führt und den Gegner gut im Griff hat, dann geht es darum, auch den Gegner in dieser Phase auch zu killen. Ich glaube, wir hatten komplett auch die Spielkontrolle gehabt und wir haben, wie gesagt, nicht mehr so viel für unser Spiel getan. Und wenn wir irgendwelche Wackelphase haben im Spiel, wenn es offensiv nicht gut läuft, dann geht es auch darum, einfach das Tor zu verteidigen. Und das sah in vielen Phasen nicht gut aus. Wie gesagt, Kontersicherung, Gegenpressing, einfache lange Bälle, einfach die Tiefe zu sichern, rechtzeitig und Bälle abzulaufen. Das war nicht so, wie ich das mir vorstelle. Und auch natürlich kommen Standards dazu. Das heißt, was mir nicht gut gefallen hat, war, wie gesagt, warum wir auch nachgelassen haben in der ersten Halbzeit. Das hat nicht mit Siegermentalität was zu tun. Und wenn wir dann schwimmen, dann geht es auch darum, einfach die Basics abzurufen, das heißt gut zu verteidigen und kein Gegentor zu bekommen. Das haben wir nicht getan. Nächste Frage von Dennis Bayer. Hallo zusammen, Herr Matarazzo. Der VfB ist jetzt auch tabellarisch im Abstiegskampf angekommen. Wird es Ihre Arbeit in den nächsten Wochen in irgendeiner Form verändern? Wir sind seit Spieltag 1 im Abstiegskampf. Also unser Ziel von Anfang an ist ein Klassenerhalt. Das ändert sich nur eins. Ich nehme dieses Spiel mit in der Rechnung. Was haben wir gut getan, was haben wir nicht so gut getan? Warum haben wir 4 Gegentore bekommen? Und ich glaube, es tut uns gut, wenn wir weniger Gegentore bekommen, so wenig Spiele davor. Und das wird sicherlich auch ein Merkmal sein für die nächsten Wochen, dass wir wieder gut dastehen, gut ins Pressing agieren, Gegner wenig Torchancen zulassen und dann vielleicht mal die einen oder anderen Nadelstich nach vorne setzen, wenn möglich, wenn es nicht mit dem eigenen Ballbesitz gut funktioniert. Ursula Vielberg, bitte. Ja, auch eine Frage an Herrn Matarazzo. Die ersten beiden Gegentore sind nach Eckbällen passiert. Wie haben Sie da Fabian Bredlo gesehen? 3 Gegentore nach Standards. Möchte eigentlich nicht zu die Gegentore über Fabi seine Leistung was sagen, bevor ich die Szenen mit nochmal genauer analysiert habe und auch mit dem Torwarttrainer auch gesprochen habe. Das können wir gerne auch nächste Woche besprechen, aber bevor ich dann, wie gesagt, in Zeitlupe und auch mit dem Torwarttrainer spreche, dann sage ich nichts zu der Torwartleistung. Johannes Graf.
Herr Weinzel, vielleicht können Sie noch mal kurz genau erklären, wie das mit Jeffrey Covelleo war in der ersten Hälfte. Wie der Austausch mit dem Spieler war, was das Problem war, warum Sie überlegt haben, ihn in der Halbzeit auszutauschen. Das waren die ein, zwei Aktionen vor der Halbzeitpause, wo der Schiedsrichter mir eben angedeutet hat, dass er beim nächsten Foul raus muss. Und er war gelb-rot gefährdet und das war die Überlegung, lässt du ihn weiterspielen oder eben nicht. Und das haben wir glücklicherweise richtig entschieden und er hat es gut gemacht. Er hat auch versprochen, dass er A den Mund hält und B keinen Foul mehr macht und das war dann auch gut so. David Bernreuther, bitte. Neben der Gelb-Rot-Gefahr, finde ich, hat Jeff Covelleo auch sehr fehlerhaft gewirkt in der ersten Halbzeit, hatte drei ganz, ganz krasse Fehlpässe drin. Haben Sie eine Erklärung dafür? Gab es da einen Grund, warum er heute so schlecht ins Spiel gefunden hat? Nein, das finde ich nicht. Wir haben besprochen, dass wir mehr Fußball spielen wollen und dass wir weniger schlagen wollen. Und wenn wir flach im Spielaufbau unterwegs sind, dann ist er gefordert. Dann kommt es auch mal vor, dass man einen Fehlpass macht. Wichtig ist, dass man als Mannschaft den Fehler dann wieder gut macht. Aber es war bewusst heute mehr spielerisch angelegt. Deswegen hat auch Daniel Caligiuri gespielt für André Hahn. Und wir wollten einfach in der ersten Linie mehr Ballbesitz und mehr vorbereitende Aktionen haben und weniger lange Bälle schlagen. Und deswegen kommt es dann auch mal vor, dass man eben einen Fehler produziert. Zum Abschluss noch mal Marco Schumacher, bitte. Herr Materazzo, noch eine Frage. Nach dem Spiel gegen Leverkusen hatten Sie das Spiel in Bochum zum Schlüsselspiel erklärt. Welche Bedeutung hat denn jetzt das Spiel gegen Bielefeld nächste Woche? Ich habe den Anfangsteil der Frage leider nicht verstanden, Marco, aber ich glaube, was für eine Bedeutung das Bielefeld-Spiel hat für uns, so wie das heutige Spiel, sehr wichtiges Spiel. Es geht um drei Punkte, es geht um einen direkten Konkurrent, es geht um Abstand zu gefährlicher Zone zu behalten. Und deswegen, aber das ist unser Weg, bleibt unser Weg. Das heißt, auf die Leistung zu schauen, was können wir besser machen, um tatsächlich auch konkurrenzfähiger zu sein in der Bundesliga. Dankeschön, Herr Materazzo. Danke, Markus. Ihnen allen noch einen schönen Abend und unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Tschüss. One, two, three, four.